Die Idee von diesem Video ist jetzt, die Aufgabe 167 zum Schaltvorgang oder Ausgleichsvorgang nochmal numerisch in MATLAB und oder in Octave zu rechnen, aber diesmal mit den Vereinfachungen der Zweipoltheorie. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei und zeige nochmal die Aufgabe. Das hier drüben ist die Aufgabe. Wir haben diese Schaltung mit einer Wechselspannungsquelle, einem Schalter, der irgendwann geschlossen wird, diesen drei Widerständen und der Induktivität, die dann aufgeladen wird. Ich habe in einem vorherigen Video, was ich dann hier verlinke, schon mal gezeigt, wie man das mit der Induktivität so macht, dass man von dieser Ableitung oder von einem Integral auf eine normale Gleichung kommt, wo keine Ableitung, kein Integral mehr auftaucht und die sowas wie so eine Update-Bedingung ist. Ich kann einen neuen Stromwert durch die Induktivität ausrechnen aus dem Spannungsabfall über der Induktivität mal einen kleinen Zeitschritt. Der muss so klein sein, dass sich innerhalb dieses Zeitschrittes Strom und Spannung nicht sehr stark ändern durch die Induktivität plus den alten Spannungswert. Und ich habe in einem vorherigen Video gezeigt, wie man das jetzt wirklich mit allen diesen drei Widerständen macht und der Induktivität. Da musste man noch ein bisschen was herleiten, dass man hier auf so eine Gleichung kam. Und die Idee von diesem Video ist jetzt mal, das noch hier zu nutzen, was hier oben steht, Zweipoltheorie, diese Schaltung so zu vereinfachen, dass ich aus diesen drei Widerständen hier praktisch einen Widerstand mache. Also wir wollen jetzt diese Schaltung so umwandeln, dass die so aussieht mit einer Spannungsquelle, einem Schalter, den ich hier mal sehr klein einzeichne, ist einem Ersatzwiderstand und dann exakt der gleichen Induktivität. Das ist die Idee jetzt dieser Lösung. Und also die Induktivität hier, das L ist genau das gleiche und aus Sicht der Induktivität, aus Sicht dieser Klemmen hier, vereinfachen wir jetzt die Schaltung, sodass wir aus diesen drei Widerständen, die ich hier mal jetzt irgendwie so ein bisschen umkessele, ja, daraus machen wir jetzt einen Widerstand R-Ersatz. Und dann muss es hier auch eine Ersatzquelle geben, ein UQ-Ersatz von T. So, und jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie groß ist das R-Ersatz von T und wie groß ist das UQ-Ersatz von T? Das R-Ersatz von T ist relativ einfach. Ich schaue aus Sicht dieser Klemmen in die Schaltung rein. Schalte die Quelle aus, denkt mir wieder hier diesen Kreis weg, dann wird aus der Quelle ein Kurzschluss, der Schalter ist natürlich geschlossen und das, was man dann aus Sicht dieser Quellen als Ersatzwiderstand sieht, ist, dass diese beiden Widerstände, wenn hier hinten der Schalter zu ist, wenn diese Quelle ein Kurzschluss ist, dass diese beiden Widerstände, dass über den beiden die gleiche Spannung abfällt, die parallel geschaltet sind, R1 parallel R2. Und dass dann dieser Widerstand R3 noch in Reihe dazu kommt. Und ja, 20 Ohm und 20 Ohm parallel sind 10 Ohm, nochmal 10 Ohm dazu sind insgesamt wieder 20 Ohm. Da sehen wir gleich, das ist hier in dem alten Octave respektive MATLAB-Skript, was ich von der vorherigen Lösung noch offen habe, genau das steht hier auch schon mal da. So, und jetzt ist noch die Frage, wie groß ist diese Ersatzspannungsquelle? Und diese Ersatzspannungsquelle nehme ich vielleicht mal eine andere Farbe, nehme ich mal grün. Das ist die Leerlaufspannung an diesen Klemmen für den Fall, dass dort nichts an den Klemmen angeschlossen ist. Keine Induktivität. Und wenn hier nichts angeschlossen ist und das eine Leerlaufspannung ist, dann fließt natürlich auch kein Strom. Wenn kein Strom fließt durch den Widerstand R3, fällt über diesem Widerstand R3 auch keine Spannung ab, sodass wir diese Leerlaufspannung auch genauso über diesem Widerstand R2 haben. Also hier ist auch die gleiche Leerlaufspannung U leer von T, die eben dieser Ersatzquellspannung UQ Ersatz von T entspricht. Und die ergibt sich dann einfach aus diesen Spannungsteilern. Diese Quellspannung hier speist diesen Spannungsteiler als Gesamtspannung und dann kriegen wir eben UQ-Ersatz raus von T aus dem Widerstand, über dem die Leerlaufspannung abfällt. Das ist der Widerstand R2, einfach Spannungsteilerregel durch den Gesamtwiderstand R1 plus R2 aus Sicht dieser Quelle mal diese Quelle UQ von T.
Und wenn man jetzt die Widerstände einsetzt, die ja beide 20 Ohm sind, 20 Ohm durch 40 Ohm macht genau 1/2 UQ von T. So, also wir wissen jetzt, wie groß diese Quelle hier ist. Wir wissen, wie groß dieser Widerstand ist. Jetzt wollen wir trotzdem diesen Schaltvorgang hier simulieren. Und das war hier für diese gesamte Schaltung schon so ein bisschen trickreich, weil man einfach viele Gleichungen hatte. Das ist jetzt hier viel einfacher, weil wir haben nur noch eine Masche. Und in der gibt es nur noch einen Strom. Und ja, das heißt, wir brauchen nur einen Maschensatz aufschreiben. Den schreibe ich mal in Rot auf für diese Masche hier. Und dieser Maschensatz sagt, dass die Spannung UQ-Ersatz von T auf der linken Seite, die muss genauso groß sein wie die Spannung über dem Ersatzwiderstand. UR-Ersatz von T plus die Spannung über der Induktivität UL von T. Und damit das stimmt, muss natürlich die Spannung hier in die Richtung abfallen und die Spannung hier in diese Richtung abfallen. So, da haben wir einen Maschensatz. Wir haben hier unten auch schon die, kann ich das I3 mal wegmachen. Hier gibt es jetzt ja nur noch einen Strom I in dieser Schaltung, in dieser Masche I von T. Und wir können jetzt noch ein ohmsches Gesetz für den Widerstand hinschreiben. Und das ohmsche Gesetz sagt einfach, UR Ersatz von T ist R Ersatz mal I von T. So, und tja, das ist im Prinzip schon alles, was man braucht. Jetzt müssen wir das nur noch in Octave, in MATLAB übernehmen. Hier kann ich jetzt grandios kopieren von der Lösung der Aufgabe vorher. Ich speichere das mal unter einem neuen Namen, um dieses Skript nicht zu überschreiben. Ich speichere das mal unter Aufgabe 167 Zweipoltheorie. So, und wir gucken mal kurz, was wir haben. Hier steht ein Clear All und ein Close All. Alle Variablen löschen, alle Abbildungen schließen, die bisher geöffnet worden sind. Dann haben wir hier einfach die Werte der Bauelemente, die drei Widerstände, die Induktivität in Millihenry oder die Millihenry eben umgerechnet in Henry, die Frequenz, die 50 Hertz, umgerechnet eine Kreisfrequenz und die Quellspannung gegeben durch die Spitzenspannung oder Amplitude dieser sinusförmigen Sache und den Phasenwinkel. Aus der Frequenz kann man auch eine Periodendauer ausrechnen. Dann kann man sich überlegen, also ne, wenn sich diese Spannung hier sinusförmig ändert, muss ich eine Periodendauer zum Beispiel durch sowas wie 100 Werte abtasten. Vielleicht warte ich 6 Periodendauern, oder eben eine solche Zeitkonstante. Das habe ich in dem vorherigen Video ganz ausführlich erklärt von diesem Ausgleichsvorgang, der sich aus Induktivität und den Widerständen ergibt. So, kann diesen Ersatzwiderstand ausrechnen, diese Zeitkonstante, kann mir einen Zeitvektor bauen. Jetzt brauche ich wie auch sonst bei der Lösung einer Differentialgleichung eine Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung ist am Anfang, wenn der Schalter geöffnet war, sieht man auch hier, wenn der Schalter geöffnet war, kann hier kein Strom geflossen sein. Durch die Induktivität geht ja nicht. Also war der Strom am Anfang 0 oder ist der Strom am Anfang dieses Ausgleichsvorgangs 0. Jetzt gibt es eine Quellspannung und aus der Quellspannung müsste ich jetzt nochmal die Ersatzquellspannung ausrechnen. UQ Ersatz. Und das wäre einfach R2. Ich mache das mal so mit den Widerständen durch R1 plus R2 mal das normale UQ. So, und das ist jetzt die etwas umständlichere Lösung für die volle Schaltung. Das kann ich mal im Prinzip im Großen und Ganzen weglöschen. Ja, oder vielleicht auch nicht. Also ich lösche mal diese Schritte hier weg. Den Rest kann ich, glaube ich, noch ganz gut gebrauchen. Also, womit wir mal anfangen können, wir wissen ja, am Anfang ist der Strom 0 durch die Induktivität. Der Strom durch diese Induktivität ist am Anfang 0. Und weil hier steht, oder weil an der Induktivität gilt, U ist L mal die I nach dt, kann der Strom durch die Induktivität ja auch nicht springen. Wenn der Strom springen würde, wäre diese Ableitung unendlich groß und dann wäre die Spannung unendlich groß. Das ist nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also der Strom durch die Induktivität, der Strom in dieser Masche hier, der kann sich nicht sprunghaft ändern. Trotzdem, wenn ich jetzt den Schalter zumache, muss ja die Spannung irgendwo hin, die Spannung von der Quelle.
Die Spannung kann aber nicht auf den Widerstand gehen, weil da müsste ja ein Strom fließen. Aber es kann ja kein Strom fließen, weil der Strom war ja null. Also wenn der Strom null ist, muss auch die Spannung über den Widerstand null sein. Trotzdem muss die Spannung von der Quelle irgendwo hin, die geht jetzt eben auf die Induktivität. Und wenn die Induktivität, sieht man, wenn die Induktivität eine Spannung hat, dann ändert sich der Strom. Ja, sieht man auch hier unten in dieser umgestellten Formel. Wenn es eine Spannung gibt an der Induktivität, ich hatte vorher keinen Strom, der Strom war vorher null, jetzt gebe ich da eine Spannung drauf, dann wird der Strom ansteigen, wird der Strom sich ändern. So, und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn der Strom steigt, dann steigt auch die Spannung über dem Widerstand. Wenn jetzt die Quelle hier irgendwie weiter eine Spannung vorgibt, naja, so viel wie der Strom schon angestiegen ist und ich Spannung über den Widerstand habe, wird die Spannung über die Induktivität kleiner, dann wird der Stromanstieg kleiner und dann geht das immer so weiter. Ja? So, also wir haben einen Strom aus einer Anfangsbedingung, daraus können wir die Spannung über diesen Ersatzwiderstand ausrechnen. Also aus einem Strom, den kann ich jetzt einfach nur I nennen, hier es gibt ja nur noch einen Strom, aus dem Strom I und aus dem Ersatzwiderstand kann ich UR-Ersatz ausrechnen. So, und wenn ich jetzt UR-Ersatz habe, wenn ich diese Spannung kenne und wenn ich die Quelle kenne, dann kann ich natürlich aus meinem Maschensatz hier, aus dem hier, ich kenne das, dann kann ich UL ausrechnen. UL ist einfach UQ-Ersatz minus UR-Ersatz. Also, das schreibe ich hier drüben hin. UQ-Ersatz minus UR-Ersatz. Und dann schreibe ich diese Update-Bedingung für den Strom hin. Es gibt jetzt hier nur noch einen Strom. Und dann kann ich hier unten das I3 auch wegmachen und das auch wegmachen und das auch wegmachen. Das, was hier steht, ist die exakte Lösung, die sich aus der Ergebniskontrolle ergibt. Die steht hier im Übungsheft am Ende drin. Statt der Sinusfunktion um 90 Grad Phasen verschoben, habe ich jetzt meine Kosinusfunktion hingeschrieben. Das ist aber genau das Gleiche. Das ist die von der Quelle aufgezwungene Lösung, wenn man so will. Und das ist die Eigenlösung der Schaltung, die sich aus dem Ausgleichsvorgang und dem Schalter ergibt. Und jetzt kann man das einfach hier vergleichen. Die numerische Lösung und die exakte Lösung. Und bei der numerischen Lösung muss man jetzt noch den letzten Zeitwert weglöschen. Das ist in einem anderen Video auch erklärt, weil ich hier einen Zeitwert mehr ausrechne, einen Zeitwert zu viel ausrechne. So, da sollte das eigentlich funktionieren. Ich klicke mal auf Speichern und ich klicke mal auf Run. Und dann sieht man, dass das fantastisch gut übereinstimmt. Also die rote Kurve ist die exakte Lösung, die blaue Kurve ist die numerische Lösung. Wenn ich jetzt hier ein bisschen reinzoome, dann sieht man, dass da so ein bisschen was zwischenliegt. Und ich glaube, hiermit komme ich wieder zur Ursprungsansicht zurück. Und man sieht auch, der Strom fängt bei 0 an. Dann gibt es diesen Ausgleichsvorgang. Der Ausgleichsvorgang hat eine Zeitkonstante von 30 Millisekunden. Wenn man sich das Tau hier mal anzeigen lässt und ausrechnen lässt, sieht man, das sind ungefähr 30 Millisekunden. Die stehen auch hier in dieser Gleichung drin, 30,3 oder 2,9 Millisekunden. Und also 30 Millisekunden wären hier. Hier wäre eine Zeitkonstante vorbei, hier wären zwei Zeitkonstanten vorbei, drei Zeitkonstanten vorbei, vier Zeitkonstanten vorbei. Und dann sieht man, dann ist dieser Ausgleichsvorgang praktisch auch vorbei. Dann ist die Schaltung eingeschwungen und gehorcht nur noch der Quelle und weiß praktisch nicht mehr, dass sie eigentlich mal eingeschaltet wurde oder dass es da so einen Schaltvorgang gab, wo der Strom ganz am Anfang mal null sein musste und eben nicht direkt mit einer Kosinusfunktion anfangen konnte. So, und das ist eine sehr schöne, kompakte, einfache Lösung dieser Aufgabe 167 zum Schaltvorgang, die eigentlich bedingt, dass man eine Differentialgleichung lösen muss, was mathematisch einigermaßen aufwendig ist und das analytische, exakte Lösen dieser Differentialgleichung, das habe ich jetzt eben ersetzt durch einfache Formeln, die einfach sehr, sehr, sehr oft im Rahmen dieser Schleife hintereinander ausgerechnet werden in einem Rechenprogramm wie MATLAB oder Octave. Man könnte das Ganze natürlich auch in Python machen oder im Prinzip in jeder anderen Programmiersprache der Welt, die irgendwie mit Schleifen umgehen kann und wo man numerisch rechnen kann. Aber in Octave zum Beispiel geht das hier
besonders schön einfach.